Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Minaus. Wir sind mitten in der Sammelaktion. Und genauer gesagt, ich gucke hier eigentlich gerade, wie ich möglichst viele von den Viechern töten kann. Ja, wenn ich ehrlich bin. Und das schauen wir erstmal, was hier noch Großartiges geht. Feststeht, wir können hier auf jeden Fall was mitnehmen. Wir haben hier noch was zum Mitnehmen. Was sagt er leider noch nicht geht, weil wir hier noch so ein Viech drin haben. Aber wir könnten das hier mal schaden. Ich habe gehofft, dass wir das mit runterschlagen. Kriegen wir das irgendwie gelenkt? Ich glaube nicht. So, das lenkt mich hier Richtung Wasser. Wenn mich das Viech Richtung Wasser gelenkt haben, können wir da Säure drauf schmeißen. Dann machen wir hier einen Weg. Uns schon mal frei. Viech, beweg dich. Für den Fall, dass du nicht freiwillig runtergehst, werde ich dir hier gleich den Boden unter den Füßen wegnehmen. Ich glaube, wenn man da baut, kann man das so ein bisschen zum Bewegen zwingen. So, dann habe ich dich schon mal hier drinne. Dich hätte ich gern hier drinne. Dich hätte ich gern hier drinne. Jetzt haben wir hier drei Gasdinger und drei von den Viechern, die draufgehen müssten. Nummer 1 ist down. Nummer 2 ist down. Nummer 3 hält sich noch ganz schön wacker. Aber wir haben hier nochmal Gas. Um dich einfach nur zum Bewegen zu zwingen, dass du immer schön reinläufst. Haben wir hier dreimal schöne Sachen, die wir mitnehmen können. Das ist ganz gut. Da wir ja keinen Zeitstress haben, gefällt mir das umso besser. Jetzt nimmt der noch ganz kurz Schaden, aber nicht viel. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier an das Zeug rangehen. Ich würde sagen, wir lassen dich hier langlaufen. Nein, darf ich nicht, weil ich hier nicht aufmachen darf. Das heißt, wir müssen dich hier runterlassen. Wir müssen dich hier runterlassen, sonst kriege ich Probleme, weil ich sonst diese Beute hier verliere. Also schick mir dich hier runter. Du greifst ja eh nicht an. Beziehungsweise wir machen es anders. So, jetzt bist du aus dem Weg. Du kannst hier dich sammeln und erfreuen. Dann sammelst du das hier und erfreust dich. Dann sammelst du das hier und erfreust dich. Mit Widerstand. Nimm mir das hier mit. Dann schicken wir dich hier runter. Und zwar müssen wir dich von links aus reinschicken. Weil ich hier aufmachen kann. Verdammt. Ja, ist aber noch nicht ganz so schlimm. Wir können das noch retten. So können wir das retten. Hätte ich es fast vermasselt, wie ich gerade gesehen habe. Aber so ganz gut. So. Jetzt lassen wir dich hier nach links und nach rechts laufen die ganze Zeit. Verdammt. Das habe ich natürlich übersehen, gell? Ich
Ich wollte ganz kurz heilen, aber ich hatte hier noch mein Cooldown. Weil ich muss den ja auch gleich nutzen für den Widerstand, um hier zu looten. Die schicken wir mal ganz kurz hier nach oben. Komm mal wieder nach links, mein Freund. Flieg mal hier oben in die Ecke. Na? Könnte reichen, dass du stirbst. Dann hätte ich hier noch was von dir. Ja, das reicht definitiv. Sehr gut. Mehr Beute für mich. Da müssen wir mal ganz kurz schauen. Wir müssen gleich wieder den Widerstand anmachen. So, wir nutzen das auch gleich aus, dass er hier direkt das weiterlooten kann. Ohne den Widerstand zu verlieren. Und sobald er nämlich da jetzt durch ist, mache ich hier einen Weg drüber. Und dann fühlt er sich auch wohl. Sehr gut. Jetzt kannst du hier in Ruhe hin und her laufen. Ohne irgendeine Gefahr ausgesetzt zu sein. Und wir schauen mal weiter, wo haben wir denn noch Viecher? Wir haben hier noch ein Viech. Wir haben hier relativ viel Feuer. Was leider nicht geht, weil ich hier vorher so hätte machen müssen. Ansonsten. Gas, Gas. Hier haben wir irgendein Viech. Was ich aber nichts dran machen kann. Also für mich erstmal irrelevant. Wir haben hier noch ein Alpha-Tier. Und wir haben hier Loot. Ansonsten sehe ich hier vorerst nichts. Das hier ja, aber das werden wir einfach mal einsperren. Und dann machen wir uns jetzt hier einen Weg nach unten. Hier können wir auch in Ruhe langlaufen. Ist gar kein Problem. Wir machen hier das sogar weg, dass er ins Wasser fällt. Okay, hat jetzt nichts gerade geändert am Damage. Und wir sehen hier noch Loot, hier Loot. Das heißt, dieses Alpha-Tier hier müssten wir noch erwischen. Das hätte ich natürlich gern hier drüben, weil da Säure ist. Wobei, hier ist auch Säure. Es ist sogar näher. Hier ist potenzielle Säure. Kriegen wir dich da drinnen hingerichtet? Müsste sein, oder? Sei denn, du rastest natürlich wieder genau daneben. Genau da. Aber so sollte das hinhauen. Hier haben wir dann nochmal Beute, die wir sammeln können. Wir haben hier noch Beute, die wir sammeln können. Haben aber auch sonst, meine ich, kein Tier mehr, was wir angreifen könnten oder looten könnten. Immer mal wieder hin und her schicken lassen. Und sobald das tot ist, mal mit denen hier weg, dann brauchen wir nicht durch die Säure zu watten. Und tschüss. Sehr gut. So, jetzt haben wir hier unten noch eine ganze Reihe an Loot, den wir mitnehmen. Wir müssen uns nur hier ganz kurz überlegen, wie wir runtergehen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach den Weg hier.
wir können hier vielleicht noch einmal länger machen, dass er ein bisschen Pause kriegt vom Fallen. Deswegen hier auch noch einen hinmachen. Damit er sich wieder recovern kann, dass er bewusstlos wird durch den Aufprall. Dann holen wir uns hier diese drei Loot-Geschichten noch und dann war's das für diese Mission. Ich sehe nicht, wie wir hier an diese Viecher kommen. Weil die ja nicht wirklich sterben davon. Das hier auch nicht. Jetzt nehmen wir hier noch das Zeug mit, den Rohstoff und natürlich unsere Beute von dem getöteten Viech. Damit du auch alles mitgenommen hast, was geht. Naja, nicht alles, aber einiges. Ich denke, wir haben relativ viel rausholen können aus dem Level. Erworbene Beute, kleiner Bonus. Und ich denke, das war's. Ich meine, nach oben kommen wir eh nicht mehr. Das Viech hier kriegen wir niemals wegbewegt oder so. Das läuft ja auch nicht. Keine Ahnung. Da würde ich sagen, wir gehen nach Hause. Expedition beendet. Ordentlich was mitgenommen. Ja, kann man machen. 220.000 davon. Ich denke, das war eine ganz erfolgreiche Runde. Bewegen rechts. Du teleportierst dich um ein Feld rechts, unabhängig von Tieren und Hindernissen. Kann natürlich wichtig sein, wenn diese blockierten Dinger da sind, gell? Entspanne dich vom Tragen. Wir werden mal alles erlernen, auf jeden Fall. Da haben wir sonst alles, ja. In Ordnung. Jetzt haben wir alle Fähigkeiten wenigstens mal ausgelernt. Und wir haben noch eine Rettungsmission, würde ich sagen, die machen wir noch. 21er Tiefe. Einer, der gerettet wird. Und wir haben wieder Blitze, das heißt, wir müssen schnell runter. Gefällt mir natürlich nicht. So, direkt unter die Erde schaffen. Und hier kannst du jetzt hin und her laufen, wie du willst. Hier rechts ist zum Glück nichts gewesen. Wir haben hier ein bisschen Loot, den wir natürlich mitnehmen wollen. Aber vorher würde ich dieses Ding hier noch runterfallen lassen. Ach, das geht nicht. Das ist dieses Nest. Dann machen wir es doch einfach mal so. Wir machen einen Austausch. Dann ist das Viech mal weg. Lässt uns in Ruhe. Und wir können jetzt hier ganz gemütlich entlang laufen. Und können mal gucken. Was machen wir? Ich sehe hier unten ein Alpha-Tier. Ich sehe zwei Alpha-Tiere. Das war dumm. Da haben wir auch noch ein Alpha-Viech. Haben wir irgendwo eine Gasquelle? So. Da hat uns das Tier direkt mal einen gekillt. Natürlich sehr nett. Ich will jetzt hier diese Viecher komplett alle auf einmal runterfallen lassen. Komplett geht aber nicht. Weil wir erst noch das hier machen müssen. Dann fällt der aber nicht, gell? Der mag das ja nicht so. Oder? Doch, der macht das. Cool. Machen wir hier auf. Machen hier auf. Machen hier zu. Dann können wir nämlich hier aufmachen. Dann lassen wir das komplett runterfallen. Das gefällt mir von der Vorausplanung her schon mal ganz gut. Oh, wir haben hier oben Loot liegen.
Alpha-Loot sogar. Problem ist, dass wir das bis nach unten fallen lassen müssen. Sogar noch eins. Wir müssen das bis hierhin runterfallen lassen, sonst kriege ich es nicht. Dann müssen wir mal gucken. Machen wir hier auf, lassen den hier lang schwimmen, da freut er sich, geht hier runter, holt sich das da. So, dann sind wir hier. Und wir haben hier die Beute gesnackt, das ist ganz in Ordnung. Hier links die Beute lassen wir dann komplett runterfallen. Dafür muss hier alles offen sein. Oh, da unten wird auch gekämpft. Das heißt für mich noch mehr Loot, wenn alles gut läuft. Das sehen wir aber gleich, wenn er hier lang ist. Da haben wir hier noch Loot, das wir mitnehmen wollen. Die Frage ist, kann das Tier da schwimmen? Ausgezeichnet, du hast Alpha Sactis gefunden. Alphas sind harte Mütter und sie regieren ihre Herden. Beute wird schwer zu bekommen sein, aber es lohnt sich. Alpha Sactis ist empfindlich gegen Feuer und Gas. Kannst du schwimmen? Verdammt, ich kann das nicht wegmachen. Wieder nicht vorausgeplant. Jetzt habe ich das Viech hier eingesperrt. Bringt mir nicht viel. Aber gut, da haben wir noch ein Alpha-Viech. Dann lassen wir das hier einmal eins runter. Lassen den hier noch ein bisschen lang laufen, um mehr zu sehen. Da haben wir Alpha-Beute. Kommen hier von links nach rechts hin. Also wir dürfen maximal. Aber bei. Wir könnten das bis hierhin runterfallen lassen. Dann sterben die auf jeden Fall am Fallschaden. So. Auf Wiedersehen. Jawohl. Und du gleich hinterher, bitte. Der lebt noch. Wow. Das habe ich nicht kommen sehen. Wenn ich ehrlich bin. Das habe ich nicht kommen sehen, dass er das aushält. Chapeau. Also das muss man ihm wirklich lassen. Chapeau, Alpha. Sagt es, bist du? Keine Ahnung. So, jetzt können wir dich hier aber gleich mal langlaufen lassen. Weil wir ja hier den Loot noch haben wollen. Den Loot. Was machen wir hier oben eigentlich? Oh, cool. Stirb bitte rechts. Stirb da, dann fällst du nämlich runter und ich habe hier meinen ganzen Loothaufen. Danke. Mehr Loot für mich. Wenn wir jetzt das hier sogar noch schlau anstellen. Verbrennst du da? Nein. Okay. Machen wir hier einmal so. Ach, verdammt. Ich will dann die Lava hier, das Feuer hier runterfallen lassen. Um das Alpha-Tier hier zu töten. Wenn das klappt, sollte klappen, hoffe ich. Jawohl.
Dann haben wir hier Loot und haben hier ordentlich Loot, das wir mitnehmen können. Ich denke nicht, dass ich die beiden hier zusammenführen kann, oder? Dass da irgendwas passiert. Die werden sich mögen, weil sie derselben Gattung angehören. Ja. Haben wir hier irgendwo... Ach, wir haben hier oben noch den anderen Loot, richtig. Den ich hier runterfallen lassen wollte. Siehste mal. Habe ich fast vergessen. Was heißt fast? Ich hab's vergessen, ich geb's zu. Und ich habe noch mehr vergessen, das Ende der Folge ist erreicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt beim nächsten Mal dabei, wenn es übermorgen weitergeht, wenn wir hier weiterhin versuchen, lauter Alpha-Tiere zu töten. Bis dahin noch einen schönen Tag, danke fürs Einschalten und auf Wiedersehen, Leute.